Herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal, ihr Lieben. Basteln für die Seele, ganz wichtig für mich und es ist immer wichtiger geworden, wie viele von euch wissen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, viele neue Ideen und auch viel Freude an meinen kleinen Ausflügen mit den Hunden. Guten Morgen, guten Morgen. Wir sind heute spät. Es ist bestimmt jetzt schon so irgendwas um 8 Uhr rum. Ich habe keine Uhr heute bei. Wir sind wieder in der Senke. Kommen wir nur noch mit dem Umweg hin im Moment. Da ist die Tara. Miechen, komm zu uns. Macht wieder extra Würste. Komm, mein Mädchen. Wunderbare Stimmung hier. Ganz, ganz schön. Wow. Kamera, stell dich ein. Ui, guck mal, wir sind im Nebelland wieder unterwegs heute. Oh, ist das schön, oder? Ist das schön? Oh, da ist die Tara. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Mia auch noch finden. So, die klüngelt immer noch hier hinten rum. Mia, komm bitte. Komm, wir gehen. Miechen. Ich weiß nicht, immer hier oben an der Ecke will sie weg. Mia, komm bitte. Ich weiß nicht, was du immer hier findest. Komm wieder, komm. Das muss ich doch noch mal näher begucken. Ist wirklich schön, oder? Ja, sehr, sehr schön. Was nicht so schön ist, dass sie Mia Angst hat. Ich weiß nur nicht, wovor. Es ist das zweite Mal, dass sie hier nicht gehen will. Einmal sind wir umgedreht. Dann haben wir noch gesagt, naja, das lag vielleicht mit der OP zusammen. Man weiß es nicht. Aber das ist ja nun lange her. Seht ihr? Nun komm hier, komm. Komm, wir gehen doch, wir gehen doch. Sie geht nicht, sie will nicht. Ja, sie muss jetzt aber. Bin ja extra hierher gefahren. Das Licht ist einfach wunderbar. Guckt euch das mal an. Einfach schön. Ja, also was das mit der Mia sagt, ist mir ein Rätsel. Ich muss sie wirklich hinter mir herschleppen gerade. Komm, mein Mädchen, komm. Komm. Komm mit. Komm mit. Sie will nicht spazieren gehen. Das hat es ja noch nie gegeben, sowas. Ne? Mal gucken, was das wird. Tara ist natürlich schon unterwegs, ist am Schnuppern. Ich weiß nicht, was sie hat. Irgendwas hat sie, was sie hier beunruhigt, aber zweite Mal schon. Nein, aber diesmal gehen wir. Komm. Hab nur ein paar Krähen auf dem Acker. Mehr sehe ich gerade nicht. Aber die Sonne ist herrlich mit dem Nebel, ne? Ja, mit mir ist immer noch das gleiche Problem. Ich muss sie wirklich kommen. Komm. Komm, mein Mädchen, komm. Ich muss sie hinterher schleppen. Naja, jetzt gehen wir aber trotzdem. Das geht ja so nicht weiter, ne? Demnächst will sie gar nicht mehr weg. Das hätte ja noch gefehlt. Ja, es ist wunderbar. Wir sind jetzt hier schon unten angekommen, gleich an der Brücke. Auf der anderen Seite blüht der Ackersenf ganz hoch. Den Weg da hinten, den kann man nur erahnen im Nebel. Ja, da sind bestimmt Rehe drin. Ich sehe sie gerade nicht. Und hier ist wieder schönes Laub. Schöne Farben. Das finde ich immer zu und zu schön. Ja, ich bin auf der Brücke. Wie man sieht, ist die eine Seite schon freigeschnitten. Die sind wieder dabei. Und die beide Seiten schon. Die Mitte wird dann auch bald kommen, denke ich. Wir gucken mal rein ins ein bisschen Geplätschele. Vögel zwitschern noch im Nebel. Aber da muss ich zugeben, im Vorbeilaufen so kleine Vögel zu erwischen, ist fast unmöglich. Dafür müsste man dann warten und warten und mit dem Stativ am besten stehen. Und nee, dafür fehlt mir tatsächlich die Geduld, das gebe ich ganz ehrlich zu. Guck mal hier. Zu schön, wenn so Wasser so vor sich hin plätschert, so langsam. Hören tut man es leider im Moment nicht. Oh, da sind doch Rehe. Doch. Da sind noch Rehe. Wartet. Guck mal. Da haben wir doch noch Rehe. Können wir sie sehen? Wunderbar. Ist natürlich super nebelig. Super nebelig. Ui, Kamera. Mach es nicht. Stell scharf. Wunderschön, ne? Guckt euch das an. Ganz herrlich. Ui, da ist noch ein Reh im Ackersenf. Da muss ich mal ein bisschen rausgehen. Und das sind die anderen. Die gehen langsam weiter. Einer
ist schon irgendwo anders. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ist er schon durchgelaufen hier? Ach, schön, dass wir doch noch Rehe gesehen haben. Freue ich mich. Wir sind immer noch auf der Brücke. Ich weiß nicht, was mit der Mia los ist. Da müssen wir irgendwo. Die Rehe laufen weg. Ich weiß nicht, die Kamera kann so schnell nicht zwitschern. Nee, ihr seht sie nur noch als Schatten. Ich weiß, sie sind weg. Das ist ja kaum zu glauben. Da blühen Mohnblumen. Guckt euch das an. Und wie schön. Wie wunderschön. Wunderbare Spinnenwebgebilde überall im Gegenlicht. Und es verdorrt, das sieht immer gut aus, finde ich. Ja, Tara läuft frei, hat ihren Spaß. Wer nicht hier, wer hat überhaupt keinen Spaß, das ist Mia. Was das ist, weiß ich nicht. Sie hat Angst. Nun müssen wir mal weitergehen. Das geht ja nicht, dass wir mit der Angst, das können wir gar nicht so stehen lassen. Komm, mein Mädchen, komm, wir gehen ein bisschen weiter. Komm, mein Mädchen, komm. Weiß nicht, ob ich es zeigen kann, aber es scheint ein Raubvogel da im Nebel zu sitzen. Seht euch diese Brückenkonstruktion an. Guckt euch das an. Ich finde das immer toll. Richtig, richtig toll finde ich das. Gehen wir ein bisschen raus. Ist hier überall, seht ihr? Überall haben sie gewebt. Wir haben uns einfach hier hingesetzt. Aber da ist so viel Gerumpel. Ich hoffe, ich komme die jetzt hier nicht mit dem Trecker angefahren und machen ihre Wiese hier fertig. Kann mir nicht denken, ist noch so nass. Miechen sitzt jetzt auch hier. Aber sie hat irgendwie Angst. Ich verstehe das nicht. Sie die ganze Zeit an der Leine. Sie will nicht ohne Leine laufen. Was sie hier jetzt hier Angst machen konnte oder Angst gemacht hat, das kann ich euch leider im Moment auch nicht sagen. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Hier war nichts, was sie erschreckt hat. Also da ist irgendwas in ihren kleinen Köpfchen schiefgelaufen. Ja, ich sitze jetzt hier im Nassen. Ist nicht schlimm, ich habe hier meinen Plastik drunter. Bleib jetzt einfach mal sitzen und atme hier in aller Ruhe vor mir hin. Und wir gucken uns die Landschaft an und es ist alles wunderbar. Ganz toller Morgen. Direkt hier neben mir, wo ich sitze, da ist noch ein bisschen Hirtentäschel. Jo. Was mich so wundert, dass sie jetzt noch mal alle Gras gemacht haben, die Bauern. Das ist ja sehr, ich finde, sehr spät im Jahr. Ne? Wir haben ja jetzt, ja, morgen haben wir den 1. November, ne? Aber das Wetter ist ja auch so warm. Auch ohne Leine, aber irgendwie ist sie verunsichert. Ich weiß nur nicht warum. Zweite Mal hier in der Senke. Wir sind jetzt trotzdem weitergegangen, weil das geht ja nicht. Denn irgendwann, wenn sich Ängste festsetzen, dann geht sie gar nicht mehr raus. Und die ist doch mal gerne gegangen, ne? Aber wir werden das jetzt üben. Ich weiß nicht, was sie hier mit dieser Geschichte hier in Verbindung bringt. Ja, schnubbern, ne? Schnubbern. Immer schnubbern. Komm, mein Mädchen, komm. Komm mit. Komm mit, mein Mädchen. So, komm, wir gehen schnell hinter Tara her, sonst ist die weg. Mal gucken, wie weit sie hinter mir ist. Na? Normalerweise brauche ich ja gar nicht drauf achten, die ist immer da. Naja, sie geht ganz verhalten. Naja, ist schon komisch, ne? Wollen wir mal gucken, was das wohl ist. So schön, ne? Das ist schön, dass die Laube überall. Also was mit der los ist, kann ich euch nicht sagen. Wie Maus, was ist mit dir los? Ach du liebe Zeit. Du kleiner Unglückshund. Ich habe keine Ahnung, was sie hier Schlechtes in Verbindung bringt. Kann nicht sein, hier ist nie irgendwas vorgefallen. Ja, wir sind jetzt noch mal hier. Wir gucken noch mal einmal hier über die Leitplanke, hätte ich fast gesagt. Ah, das ist ein schöner Morgen, ne? Oh, hier vorne sehe ich wieder was, ob ich das einstellen kann. Guck mal, das Blatt ist da richtig eingewoben. Schön. Wunderschöne Herbstfarben. Ja, wunderbar. In einem Graben entdeckt, da blüht es auch noch wunderbar. Ich habe schon mal gewusst, wie es heißt, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Habe ich es gerade? Nee, ne? Irgendwie ganz anders. Hier leuchtet es auch ganz, ganz herrlich. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören zu filmen. Meine Batterie scheint leer zu sein. Schöne Pilze. Wartet mal, hier sind noch welche da. Sehen schön aus, oder? Die kleinen Pünktchen drauf und den Tautropfen. Überall leuchten die wunderbaren Blätter. Ganz, 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 ganz wunderschön.
Und Taubnesseln, die sind auch noch am Start. Wunderschöne Taubnesseln. So, mal gucken, ob ich sie einmal zeigen kann. Ich habe es irgendwie geschafft, meine Akkuanzeige rauszufummeln. Ich denke, das sind jetzt die letzten Bilder. Ich glaube, da oben ist das Auto. Da ist die Tara. Jetzt geht's nach Haus. Aufi, aufi. Hui, guten Morgen, ihr Lieben. So, den Stuhl mal beigeholt. Ja, keep calm in the chaos. Ja, das hebe ich mir immer auf. Das muss ich mir vor Augen halten. Und die Dose mit meinem Mann und mir, die liegt auch immer da, dass ich ihn immer sehen kann. So, wir können also anfangen zu basteln. Ja, ich habe jetzt Müll. Wirklich Müll. Ich setze mich mal. Das ist... Ich kaufe ja am laufenden Meter Teelichter, immer wieder neue. Ihr wisst ja, dass da immer eine Kerze brennt für meinen Mann und so weiter, ne? Und da habe ich mir wieder Teelichter gekauft und wollte schon wegschmeißen. Das sind so die Schichten dazwischen gewesen, ne? Zwischen den einzelnen. So Trennblätter. Das ist richtig, so wachsig fühlt sich das an und das ist ein bisschen rauer. Da habe ich gedacht, fühlt sich irgendwie so klasse an und hat eine Struktur schon mal von Natur aus. Ich habe jetzt überlegt, ob wir da vielleicht mit Alkoholinks drauf arbeiten können. Warte mal, ich hole mir mal meine Unterlage. Ja, kann ich was erzählen? Ja, gestern gab es ein interessantes Hörspiel. Da ging es auch wieder um die Kinderkuren, von denen ich schon auch erzählt hatte. Und hoffentlich habe ich jetzt irgendein Washi hier, um das ein bisschen festzukleben. Natürlich nicht. Nein, ist klar. Es hätte ja auch, wäre ja auch zu und zu schön gewesen, wenn man das gehabt hätte, gell? Okay? Au, oh, Entschuldigung, das ist mein rechter Arm. Ich kann, ein paar Bewegungen überhaupt nicht machen. Seitwärts so eine Sache, ne? Die gehen gar nicht. Ich klebe mir das mal fest, weil... Ich weiß, dass ich mich sonst die ganze Zeit darum nerve. Naja, wenn ich es natürlich nur auf das... dann wird es nicht halten. So, es geht nur... Oh, Moment, ich muss hier mit... Oh. Oh. Und du geh weg, du kriegst jetzt nichts zu essen. Du hast schon 100 Sachen bekommen heute. Geh runter von dem Backen. Sie wird jetzt aufdringlich, weil sie meint, sie muss jetzt sofort was zu essen bekommen. Ja, ich habe keine wirkliche Idee, was ich damit machen möchte. Ich möchte auf jeden Fall erstmal mit Alkoholinks drauf arbeiten. Ich habe sie jetzt... ungefähr eine Viertelstunde gesucht, da ich sie inzwischen zweimal woanders untergebracht hatte. Ich sage da jetzt nichts mehr weiter zu. Was mich wundert, wo ist denn der ganze Mist von dem, hier dieses Zeug? Das sind ja eigentlich... Oh, nee, ne? Wartet mal, da muss ja noch irgendwo ein ganzer Karton mit diesem sein. Ich habe es also auch noch nicht wirklich gefunden. Da ist noch eine Kiste. Oh, pass auf. Ich nehme alles zurück. Alle Maschinen auf Stopp. Ja, es wird immer anstrengender hier bei mir, es weiß. So, jetzt muss ich wieder unter... Nein, da ist noch einer über. Den tun wir da noch mit drin. Okay, die Kiste können wir schon mal... Geh weg, Kind. Oh, das kannst du nicht tragen. Mein Gott, noch eine Kiste. Wie komme ich da dran? Ich habe keine Idee. Jetzt muss ich... Ich muss auf Stopp machen. Sorry. Wenn ich eins hasse, ich habe jetzt erst wirklich... Ich schwör's euch, ich habe 10 Minuten gesucht, bis ich überhaupt mal eine Richtung hatte, wo die scheiß Dinger sind. Na, hier falsche Kiste. Jetzt habe ich schon wieder so viel Mist hier auf dem Tisch. Ich habe... Keine Ahnung, wer das alles noch verarbeiten will. Boah, nee. Guck mal, ich muss sie jetzt mal einfach alle mal auspacken. Ich denke, die sind auch schon fast alle vertrocknet hier mittlerweile, diese Dinger. Also wir packen uns die jetzt gerade mal kurz raus. Ich möchte die neuen jetzt nicht, deswegen... Dann haben wir hier noch Alkoholinks von Ranger. Da weiß ich, Rescue 40%. Sprit ist da noch drin, den brauche ich Schnitt. Wir lassen es so und stellen das auch auf die Seite. Wir arbeiten jetzt einfach mit den Dingern, die wir da noch haben. Oh, hier sind noch, was ist das jetzt? Guck mal, ich das an. Ja.
Also ganz ehrlich, braucht man überhaupt nicht. Ich habe so viel Zeug, was man überhaupt nie braucht. Also das ist eine rauere Seite. Wir fangen mal hier auf dieser glänzigen Seite an. Wo habe ich denn mein Pusteding? Hier, ich habe doch so ein Pusteding. Hier. Wollen wir mal gucken? Ich glaube, ich sollte erstmal ordentlich schütteln. Ne? Erstmal alles schütteln, weil das schon so lange da liegt. Ich muss die andere Hand zum Schütteln nehmen. Wenn man so eine falsche Bewegung mit dem Arm gemacht hat, dann ist es wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Das tut dann sehr, sehr lange wirklich richtig schlimm weh. Ich gucke mal gerade, dass ich so farbgruppenmäßig so ein bisschen... Kann ja irgendwie auch nicht sein. So ungefähr, ja. Ja, die sind nicht toll, aber ich will sie da auch irgendwann mal aufbrauchen, gell. Ich hasse, dass das immer so ist. Ja, ich wollte mir mal so Pipetten holen. Guck mal, ob ich da jetzt irgendwas mit machen kann. Ich hasse das. Ich habe mich selber angespritzert. Ja gut, wir wollen auch die Dinger mal wegkriegen, ne? Machen wir mal größere Tropfen dahinter. Mal gucken, was da passiert. Also das ist hier eklig. Spritzelt hier so ein bisschen rüber. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? Boah, ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen. So, ne? Könnt ihr besser sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da auf die Art und Weise irgendwie Muster hinbekommen. Also irgendwie, vielleicht. Und wir können auf jeden Fall diese blöden Farben mal aufbrauchen, ne? Ja, ihr Hörspiel. Ihr wisst ja, dass ich... Ich hatte ja auch den Film verlinkt hier mit der Kinderlandverschickung, da hätte ich fast gesagt, mit den Kinderkuren. Da war doch dieser Film vom... Guck mal, das ist so widerlich, ne? Es ist so widerlich. Ich muss mich nochmal unterbrechen, weil wenn das jetzt erst alles wieder eintrocknet, dann habe ich da auch keine Freude dran. Hier am Tisch vor allen Dingen. Das meine ich. Oh, nee. Guckt euch das an. Ist das eklig? Ich hasse sie eigentlich relativ doll. Muss ich jetzt... Oh, meine Fresse. Komm mal her. Tu mal Papier rein. Ja, es ist mir wirklich ekelhaft, das Gespritze. Ich glaube, das ist... Ja, okay, ich nehme das Pinky auch, oder was das da ist. Ich kann euch nicht sagen, was dabei rauskommt. Ich versuche es gerade ja. Ich bin ja gerade dabei, das auszutesten. Spritzt schon sehr schäbig, muss ich schon ehrlich sagen. So, da, bis dahin sind wir jetzt vorgedrungen. Jetzt haben wir hier so ein Lila. Ja, ich habe gestern, wie gesagt, zufällig auf WDR 4 ein Hörspiel, eine Vorhersage, und das habe ich mir dann auch angehört. Ich fand es sehr gut gemacht. Alles, was da gesagt wurde, kann ich fast aus eigener Erfahrung zu 85-90% sagen. Es stimmt, ja. Und es erstaunt mich ja immer wieder, dass das überhaupt niemand interessiert hat, was mit den Kindern da passiert ist. Also es ist unvorstellbar im Grunde genommen, oder? Ja. Das Hörspiel hieß Madagaskar und kann man bei WDR 5 Radio im Podcast finden. Ja, ich fand es sehr bedrückend, weil ich es halt auch erlebt habe. Und so viele Sachen waren mir so vertraut, die da gesagt wurden. Also ich denke, man muss schon sehr genau hinhören, weil... Die schlimmen Sachen sind oft nur ganz in einem ganz kleinen, ganz, ganz winzig kleinen Wort oder Nebensatz zu hören. Man hätte das noch mehr ausbauen können, das Schreckliche. Hat man da aber jetzt nicht. Also wer aufmerksam zuhört, der wird, ja,
für mich war es dann schon sehr überraschend zum Schluss, was die anderen Leute für Schäden haben. Und Schäden, ihr wisst, was ich meine, unter denen sie jetzt noch leiden. Ne? Ja, und da bin ich immer überrascht gewesen, wo hatte ich oft meine Macken her. Und jetzt bin ich fast schon der Meinung, das könnte auch damit zusammenhängen, unter anderem. Ne? Will nicht sagen ausschließlich. Das kann ich nicht sagen. Ich werde auch jetzt nicht mich bemühen, da noch 100 Jahre drin rumzupulen im Elend, weil bin nicht der Meinung, dass das jetzt nötig ist. Also ich finde es nur gut, dass Leute sich der Sache angenommen haben und immer mehr aufgedeckt wird, was uns damals angetan worden ist. Ne? Uns Kindern, uns hilflosen, wehrlosen Kindern. Heute scheißen sich ein für jede kleinste Ohrfeige. Was haben wir erdulden müssen? Ne? Ich meine, ist richtig. Ich bin kein Mensch, der die nicht falsch verstehen. Aber es ist so. Ne? Und damals sind ganze Horden sind da, ganze Herrscharen sind da verbummfeit worden von solchem sadistischen Pack. Und da hat kein Mensch nachgefragt. Ne? Kein Mensch. Wir waren absolut hilflos. Ja. Traurig. Traurig, dass man das so erleben musste. Also es ist schon ziemlich matschig, ja. Ich hätte da oben gerne noch was drup. Hier, das ist so ein bisschen. Und hier. Ich bin schon vollkommen vollgespritzt mit diesem Zeug. Jetzt kann ich da gleich wieder mit Atta dran gehen an die Haut. Ich das hasse. Guck mal, ob ich noch irgendwo was weiter verspritzen kann. Ist ziemlich trocken jetzt hier. Okay. Oh mein Gott, meine Arme sind ganz voll. Oh, Mist. Mist, die Kacke. Das ist eine Arbeitsunterlage, das ist nicht schlimm, deswegen liegt sie da drunter. Aber es ist trotzdem widerlich, ne? Es ist widerlich. Diese Schmiererei ist nicht schön. Ich muss mal sehen, dass ich das mal zur Seite lege, dass es da trocknen kann. Ja, das werde ich hoffentlich wieder irgendwie sauber kriegen, sonst kann ich das auch in Orko schmeißen. Was ist da schäbig? Gott, nee, ist das schäbig. Das ist die richtige Seite. Ja. Ja, wer sich dafür interessiert, geht eine knappe Stunde das Hörspiel. Also, es war ganz interessant. Ja, es ist schon schlimm, was man Kindern antut. Also, ja, es gibt schlimmere Sachen auf der ganzen Welt. Das habt ihr recht. Es gibt immer schlimmere Sachen. Aber wenn es so viele betrifft und es ist so lange geschwiegen worden darüber, dann ist es doch schon ziemlich bedenklich. Ne? Das muss man ja dann auch mal sagen, oder? Ich finde das sehr bedenklich. Mal gucken, ich will jetzt wenige Farben machen. Dieses soll so rot werden. Ob es mir so gelingt, wie ich es mir jetzt so vorgestellt habe. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob es wirklich so drauf hält, wie ich es mir vorstelle, wie ich hoffe. Ja, ich denke schon. Ja, mit der Mia, da fiel mir natürlich hinterher was ein. Da sind wir doch mal gewesen vor einiger Zeit. Da war hier so viel anderes mit. Ja, und da war doch diese Schüsse, die waren doch oben aus dem Waldstück, die knallten uns doch tatsächlich damals um die Ohren, dachte ich doch noch. Und ich sag's euch, das war der Grund. Also wir haben das, wir haben das, wir haben das. Ja, wollen wir jetzt dieses Lila mal hier auf diese eine Ecke drauf machen? Ja, das können wir mal machen, das ist sehr dunkel, aber... Aber es sieht vielleicht nicht schlecht aus. Muss man das da oben zuhalten? Ne? Das müsste doch eigentlich so funktionieren. Ne? Ich hoffe, dass das Tschitschitschitschitschitsch nicht zu laut ist. Da werden sich jetzt auch wieder bestimmt welche drüber aufregen. Puh.
Hatte ich das jetzt genommen? Ich hatte das jetzt genommen, ne? Immer gucken, dass wir noch ein paar erwischt, die noch Farbe draufstehen haben. Ja, jetzt müssen wir halt mit dem Gelb füllen. Wird das bald alle sein, aber dann ist das halt so, dann kann ich es nicht ändern. Ich will mal hoffen, dass das jetzt so hält. Ich finde die Effekte ganz schön mit diesem Verpusten. Man könnte das natürlich jetzt auch alles mit dem Strohhalm machen, aber ich muss euch ehrlich sagen, da wird es mir aber schummerig, wenn ich das jetzt alles mit dem Strohhalmball verpusten wollte. Hui. Ja, ich möchte, dass es eingefärbt ist, das Ganze hier, möglichst. Hier ist er wieder. Mein Gott, das kann ich jetzt nicht nochmal machen. Mir tun die Arme schon so weh. Wow, aber ich möchte das wenigstens noch zu Ende bringen hier, ne? Das muss möglich sein. Okay, wo wollen wir hier? Noch was da? Lassen wir es jetzt gut sein oder lassen wir es gut sein, ne? Hui, das ist ja vielleicht eine Schmanterei. Ui, 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 ui. Petra, Petra, du hast auch immer Ideen. Die Frage, ich muss es jetzt mal gut trocknen lassen. Ah, das ist ja eine Schweinerei hier. Ach du lieber Gott, das ist ja eine Sauerei hier. Ja, ach Kinder. Das ist aber auch eine was habe ich immer für Ideen, ne? Frag ich mich. Gottes Willen. Mach's zu. Lass es bloß nicht noch offen stehen, dass es komplett irgendwo umfällt. Ja, finde die Effekte nicht schlecht. Es ist nur eine furchtbare Sauerei, ne? Das ist das Problem, was wir damit haben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was sehen und hören. Also wahrscheinlich hört ihr nur und da werden sich jetzt bestimmt wieder welche drüber aufregen. Ich weiß das jetzt schon. Oh, tut mir leid. Mea culpa, mea maxima culpa. Ich kann es nicht ändern, das ist halt so heute, das ist halt so. Heute Morgen war es sehr, sehr schön. Also, ach ja, mit der Mia, mit den Schüssen, ja, das sind die Schüsse gewesen. Das fiel mir natürlich erst hinterher ein, als ich den Film mir gerade nochmal anschaute und dachte, mein Gott, da hat es doch so geschossen um uns rum und da hatten wir doch alle so eine Angst, weil da oben, wo der Wagen steht, aus dem Gebüsch, da aus dem Wald hat es nämlich auch uns die Kugeln um die Ohren geweht. Ne? Da war ganz nah, war von da oben runter. Ja, es war sehr, sehr gemein. Ja, und das hat sie sich jetzt wahrscheinlich gemerkt. Ne? Das merke ich mir. Sowas, das macht man nicht nochmal mit mir. Ja, die wäre schon wieder am liebsten sofort ins Auto gestiegen und wollte nach Hause. Stand die zweimal am Auto. Ließ sich auch nicht mehr beruhigen und dann habe ich sie also an der Leine gehabt. Oh, jetzt muss ich mal eben meine Hände ausschütteln, weil die tun schon so dermaßen weh.
Es ist also ich sag sofort, wenn jemand Probleme mit dem Daumen hat, mit den Handgelenken oder mit den Armen, dann vergesst das mal. Dann braucht er das gar nicht ins All. Braucht er gar nicht machen. Ne? Das braucht er nicht tun. Oh, ist das anstrengend. Ui, nee, ist das anstrengend. Gott, ist das anstrengend. Ich sag, habe ich schon mal gesagt, dass das anstrengend ist? Wow. Mama mia, ist das ein Mist. Ja, jetzt habe ich mir vorgenommen, das ist das Dumme an der Sache, weil ich habe nur drei. Muss ich die natürlich da auch drüber machen, wie so eine Idiotin. Hab nur drei und die will ich jetzt fertig haben. Oh, lieber Gott, was habe ich mir dabei gedacht? Gar nichts. Petra denkt nicht. Petra macht nur Mist. Ja, ich will mal versuchen. Es ist wirklich schwierig, gell, oder? Okay. Möchte es auch wieder komplett möglichst einfärben hier. Ich finde das schön, wenn da so Mischfarben entstehen. Seht ihr, wie ich meine? Wovon habe ich denn jetzt viel? Von der habe ich noch ganz viel. Also müssen wir die jetzt verarbeiten hier, dann ist das halt so. Da unten haben wir auch noch eine Ecke. Müssen wir jetzt mal aufbrauchen, weil ich habe noch welche in Reserve. Also es ist, ich war damals erst begeistert, habe gedacht, oh, das ist so toll mit diesen Farben hier. Ist auch irgendwie toll, aber ist auch andererseits unheimlich nervig hier mit diesem Gepuster. Ich habe keine Ahnung, was man da sonst mitmachen will. Guck mal, das ist wirklich, dann löst das wieder an so ein bisschen, ne? Ah, Mann. Da was noch überall draufsteht. Aber jetzt ist Schluss. Ich kann nicht mehr. Meine Hände tun so weh. Aua, aua, aua. So, jetzt mache ich kurz auf Stopp und mache kurz sauber. Ja, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie ich damit weiterarbeiten kann. Wartet mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das da drauf wirklich haftet. Ich habe es jetzt... Ich glaube nicht. Ach Mensch, das habe ich mir so schön vorgestellt. Ich habe gedacht, wenn was hält, dann wären es diese Alkoholinks. Da wäre es stabil, oder? Irgendeine Farbe. Nee, da schon nicht. Ach Mensch. Fällt uns da irgendwas zu ein? Ja, ich hätte es so gern verarbeitet, dass ich wollte da so kleine Büchlein rausmachen, habe ich mir gedacht. Jemine! Haben wir irgendeine Idee, wie wir das stabil kriegen können? Lass mich mal kurz überlegen. Wenn wir das lackieren... Warte mal, wir lackieren das einfach, was? Wir versuchen das jetzt einfach. Ich meine, es ist alles Müll. Die Farben sind sowieso Mist. Es ist alles Müll. Und insofern kann ich nicht viel kaputt machen. Ne? Kann nicht viel passieren. Ich lege mir jetzt mal eben gut Papier aus. Das war alles... Moment. Ich werde es schaffen. Ich bin sicher, dass ich schaffe. Es wird zwar nur dauern, aber ich werde es schaffen. Ich persönlich werde es schaffen. Warte mal. Das soll jetzt keine Gemeinheit sein. Ich habe das einfach nur gerade hier stehen. Und das ist dieser Bastelkleber vom Funkelkram. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann liegt das aber nicht an dem Kleber. Das liegt an dem Untergrund dann. Ne? Also sehr, sehr dick das Zeug. Ugh. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich hatte auch irgendwo ein Töpfchen stehen mit Wasser verdünnt, aber ich traue mich jetzt gar nicht, das zu nehmen. Guck mal, das funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ganze Ding wird ein Fehlversuch. Okay, wir machen mal erst eins, um mal zu schauen, ob wir irgendwie... Ja, wir können es ja nur weiterverarbeiten, wenn wir dann auf jeden Fall irgendwie die Farbe sicher drauf haben. Also wenn das immer wieder abfärbt und dies, dann haben wir natürlich nichts gewonnen. Ne? Hier bilden sich schon Inseln des Grauens. Warum, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. An einigen Stellen ganz extrem, an anderen nicht. Ich gehe noch mal einmal abschließend drüber. Das ist ja vielleicht was.
Ich trockne das mal und guck mal, was passiert. Dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.